Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Tokenmaker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns heute mit einer Botschaft vom Universum auseinandersetzen und starten jetzt gleich schon. Lass uns loslegen. Universum, zeig uns bitte deine Botschaft für Deck Nummer 1. Danke. Universum, zeig uns bitte deine Botschaft für Deck Nummer 2. Und die kommt aber dazu. Dankeschön. Universum, zeig uns bitte deine Botschaft für Deck Nummer 3. Dankeschön. Oh, nee, da kommt doch noch einer. Gut. Meine Lieben, wer das noch nicht kennt, einmal kurz zur Erklärung. Das funktioniert so, dass ihr einmal in euch geht und guckt, welche Karte, welcher Stein bei euch den stärksten Reiz auslöst, sprich, wo ihr euch am stärksten angezogen zu fühlt. Kurze Info für euch. Dadurch, dass es eine Kollektivlesung ist, habt ihr hier vermehrt Teilbotschaften drin. Das liegt einfach daran, dass wir in Kollektivlesungen immer so den Querschnitt dieses Kollektivs sehen in ihren Lebensgeschichten. Und dass wir dann durchaus können wir 1, 2, 3 Unterebenen schon mit auch betrachten. Aber je weiter du dich selber von diesen Hauptthemen oder sagen wir mal so diesen Hauptschemata, wie sich dieses Thema im Kollektiv etabliert, rausentwickelt hast, je mehr du das abgearbeitet hast, je mehr hast du nur noch Teilbotschaften da drin. Dann gehörst du zwar noch zum Kollektiv, aber dann ist es vielleicht ein Mühe, eine kleine Stellschraube, ein ganz kleiner Mini-Hinweis, der dann für dich Gültigkeit hat und wo du dann selber, dadurch, dass es eine Kollektivlesung ist, das auf dein eigenes Leben übertragen musst. In der Einzelsitzung haben wir das natürlich nicht, da ist das eine 1-zu-1-Verbindung. Und da gehen wir auch ganz anders dialogisch miteinander um. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zwischendurch merkst, oh nee, mich spricht diese eine Karte total an und du mir dann einen Wink gibst, dann kann ich natürlich da noch viel tiefer reingehen, als wenn wir jetzt hier im Kollektiv sind und du eigentlich sozusagen den Part, den ich dann halt auch als Transfer für dich mit übernehme in der Einzelsitzung, dann ganz alleine in autodidaktisch sozusagen machst, in Eigenregie, nicht autodidaktisch, sorry. So, das nur einmal kurz zur Erklärung. Ihr guckt in der nachfolgenden Sequenz einmal, was euch am stärksten anspricht. Und dann schaut ihr unten einmal in der Box nach. Da habt ihr die Kapitel verlinkt. Ich räume hier derweil auf. Wir sehen uns dort wieder. Bis gleich. Hallo Deck Nummer 1, du hast dich für diesen wunderschönen Jaspis entschieden. Jaspise gelten als Heilsteine, die mit dem Wurzelchakra zusammenarbeiten. Da geht es ganz viel um das Thema Urvertrauen. Hier geht es auch darum, oder hauptsächlich, also nein, andersrum, ich muss sagen, das Hauptthema dieses Jaspis ist eigentlich immer dieses Strukturen erschaffen, Strukturen aufbauen nach einem Zusammenbruch. Ne? Also da geht es immer darum, dass etwas neu aktiviert wird. Ne? Und um das zu können, da braucht man natürlich auch eine gute Anbindung selber, eine gute Erdung. Und deswegen ist das auch ein Stein, bei dem das Wurzelchakra sehr, sehr, sehr aktiv werden kann. Ne? Deswegen ist das da an dieser Stelle mit dem Urvertrauen so verknüpft. Weil du ohne Vertrauen in deine eigene Kraft keine Struktur aus dir heraus erschaffen kannst. So, du hast die Reise. Da möchte ich noch gar nicht so viel zu sagen. Das ist eigentlich eine total coole Karte, aber die hat mehrere Bedeutungen. Wir holen uns jetzt direkt die Orakelkarten mit dazu. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzung zu deiner Hauptkarte, um deine Botschaft genau zu verstehen. Ah, okay. Schön. So. Universum, zeig uns bitte. Na, du verwandelst dich. Die lassen wir hier liegen, das schauen wir uns gleich an. Zeig uns bitte exakte Ergänzung, letzte Klärungen, das zu verstehen. Du hast den Bären hier, das passt auch total. Du hast den Geier und den Hai. Ja. Und hier oben die Schlange. So.
Jetzt holen wir uns noch das Tarot mit dazu. Universum, zeig uns bitte letzte Ergänzung, um deine Botschaft genau zu verstehen. Also wie ihr seht, bei mir springen die immer und fliegen dann mit aufs Deck. So, ihr habt den König der Stäbe, der ist hier rausgesprungen. Du hast das Ast der Kelche hier liegen. Die hier wollen beide. Das ist das Rad des Schicksals, die drei der Münzen. Den Pagen der Stäbe und die sechs der Münzen zusammen mit der Welt. Das ist eine Lebenslektion hier gerade. So, das ist alles wie ein Geben und Nehmen in einem Fluss. So, schauen wir mal, was hier zu der Tollkirsche, wollte ich schon sagen, zur Kirsche. Da kommt der Drache. Das ist eine ganz coole Kombi eigentlich. Also, hier geht es um etwas ganz Grundsätzliches, etwas, was du jetzt gerade so für dich verstanden hast. Das kommt dir auch so ein bisschen wie so ein Erwachen vor, so ein Aufwachen aus etwas, was sich lange angekündigt hat. So, das ist quasi so, sag dir hier einfach nochmal das Universum, ganz klar als Bestätigung, nein, das, was du da merkst hier mit der Reise, das ist ein Aufruf, ne? Den spürst du auch richtig. Du kannst, du weißt noch nicht, wohin das geht. Das ist auch gar nicht so sehr wichtig, dass du weißt, wohin es geht. Es braucht noch kein genaues Ziel, noch keine genaue Richtung. Aber für dich ist wichtig, sich auf den Weg zu machen. So, und es wird mit ziemlicher Sicherheit in deinem Leben etwas geben, was sich jetzt zurzeit auftut, mit dem du liebäugelst. Ne, das ist tatsächlich etwas, das ist eine Chance, die du auch ergreifen solltest, weil du tatsächlich deine wahre Kraft und auch dein Glück darin entfalten kannst. Das heißt nicht, dass du dabei bleibst, aber das heißt, dass das wie nur so eine grundsätzliche Grundtenor, so eine Grundinitiation für dein weiteres Leben wird. Also das ist tatsächlich etwas, das ist gerade ganz, ganz wichtig für dich, dass du da weitergehst. Und dass du auch, wenn du das Gefühl hast, oh, ich kann das nicht, oh, ich weiß das nicht, wenn so diese Zweifelgefühle kommen, wirst du die Kamille mitliegen. Eine Kamille wirkt, hat viele, viele verschiedene Wirkmechanismen, hat auch ganz, ganz viele, also ist wirklich breit als Heilpflanze aufgestellt bei den Dingen, die sie kann. Wenn wir jetzt uns angucken, was sie im übertragenen Sinne kann, dann ist das immer eine Art von, sie gleicht aus, immer eine Art von Befriedung, immer eine Form von Harmonisierung. So, ne? Und ihr habt hier das Teegefäß schon liegen. Also hier geht es wirklich darum, atmen, trinken, release. So, also gerade wenn da Befürchtungen auftreten, dass du ganz bewusst etwas für dich tust, und das kann so etwas ganz Winziges sein, wie so ein ganz kleines Teetassenritual, wo du einfach, während du den Tee trinkst, Schluck für Schluck mit dem Atem kombinierst, wirklich dir da diese positive Energie, vielleicht arbeitest du auch wirklich mit Pflanzengeistern, vielleicht auch mit Aromatherapie, da bist du ganz frei zu gucken. Vielleicht ist es auch tatsächlich die Kamille selbst, die dich ganz stark anspricht, da bist du auch frei. Aber das kann so ein Hinweis sein, dass dir das in solchen Situationen besonders gut hilft, weil du erwachst gerade. Ne? Entweder du bist gerade erwachst, du hast ein Ereignis gehabt für den allermeisten Teil von euch. Einige sind noch gerade quasi in diesem Abschluss. So. Und du bist dabei, dieser Schmetterling hier unten zu werden. So. Du verstehst so langsam, dass alles miteinander verbunden ist. Dass wirklich, man könnte auch sagen, dass, weil das hier das Materielle auftaucht, dass es auch ein Geben und Nehmen ist, dass alles im Fluss ist, in Bewegung ist. Und dass es immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen kleinen Elementen ist. So. Und dass es darauf ankommt, was du dort mit reinsteckst. Und ob du dir erlaubst, zum Beispiel eben halt, wie du hier so siehst, liebevoll miteinander umgehen, liebevolle Taten, liebevoll auch achtsam mit monetären Mitteln oder mit den Gütern umgehen, miteinander umgehen. Das ist so dieses liebevoll im Sinne von alles, was das Materielle geht, was im Austausch ist, was im Fluss ist. So, und das macht nicht nur Halt bei monetären Mitteln, dreht sich auch definitiv um das Verhalten untereinander. Ne? Und dass wir alle gleichwertig sind, egal welches Alter wir haben, egal
wo wir herkommen. Wir sind alle hier immer in Bewegung miteinander. Das ist so ein ganz grundsätzliches, alles ist eins, Symbolik eigentlich. Auch die hier taucht hier wieder auf. Du hast hier wieder ein Rad, du hast da wieder ein Rad. Also diese Symbolik von der Kreis schließt sich für dich. Das ist jetzt gerade ganz wichtig für dich. So. Es kann sein, dass du noch ab und zu, ne, wie gesagt, das sieht so ein bisschen aus, als wäre hier noch so ein bisschen so diese Restbefürchtung, weil du noch keinen genauen Plan hast und dein Verstand gewohnt ist, genaue Pläne zu machen. Das ist wie so eine Art Restenergie. Das ist so quasi dieser Rest, wo du schon dein Erwachen hattest und voll im Transformationsprozess bist. Das darf jetzt aus deinem Leben rausgehen. Ne? Weil das ist so etwas, was jetzt abgearbeitet wird. Versuch das nicht zu erzwingen. Versuch da nicht möglichst schnell durchzudüsen, sondern nimm den Prozess als Prozess an. Und wie gesagt, so ein Mini-Ritual am Tag, das hilft einem tatsächlich, um mit diesem ängstlichen Ungewiss, mit dieser Ungewissheit einen positiven Umgang zu finden. So, weil es geht darum, Vertrauen in deine eigene Kraft und deine eigene Urspiritualität zu finden. Ne? Denn die Schlange ist hier das Symbol für die Kundalini. Das ist dein volles Potenzial, der Kern so zusammengefasst. So, und das Schöne ist, du hast hier oben den König der Stäbe. Also du hast da eigentlich eine mega feurige Energie. Ne? Und eine sehr ähnlich feurige Energie liegt hier oben. Ne? Jemand, der sein Zepter in der Hand hält und sein eigenes Leben führt, so wie er oder sie es für richtig hält. Und hier ist auch dieses Visionärische. Ne? Also das erweckt sich gerade regelrecht in dir, dieser Visionär, der sich auch von anderen abhebt. Nicht, weil er irgendwie im Fokus stehen muss, weil er ein falsches Ego hat, sondern weil das seine Funktion ist, vorauszugehen und anders zu denken und neue Systeme, neues Gedankengut zu erschaffen. Ne? Du bist jemand, der Visionär ist. So, und der in seinem Feld gesehen werden muss, weil sonst kann dieses Neue nicht kommen. Ne? Ohne Aufmerksamkeit wird das halt schwierig. So. Es ist jetzt der Zeitpunkt, also es kommt, du spürst das auch als subtile Kraft, ja, aber der Schwerpunkt ist jetzt noch auf die Verbindung zu dir selbst. Das ist wichtig für dich. Pfleg die Bindung zu dir. Pfleg die Bindung zu all deinen Anteilen, weil daraus generierst du deine Beständigkeit, ne? Und daraus kultivierst du auch hinterher diese Power, die sich hier manifestiert. So. Es kann sein, dass du dich ganz stark weiterentwickelst, jetzt im Moment, dass du vielleicht sogar eine Ausbildung machst oder dass dann nochmal eine andere Form von, ich habe jetzt gerade ich habe diesen Gedanken vom Level Up, ne? Dass auch gerade im zwischenmenschlichen Kontakt, dass es sich für dich anfühlt, als wärst du auf einer anderen Ebene gerade angekommen oder bist da gerade auf einer anderen Ebene angekommen und fühlt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen wie dieser Lehrling, diese jugendliche Energie, die losmarschiert und die seine Welt neu erkundet. Nimm dir die Zeit dafür, ne? Weil du hast hier das Schicksalsrad, das hat immer ein Auf und Ab des Lebens. Und das, was sich dadurch gehen lässt, ist immer noch die Verbindung zu dir und die Talente, die du aus dir heraus entwickelst. Das ist eben auch das andere. Du darfst neue Talente von dir entdecken und die stärken. So, und deswegen hast du auch dieses Jugendliche hier. Das ist nicht nur so, dass du durch dieses Erwecktwerden oder durch dieses Verstehen, dieses fundamentale Verstehen, dass du dadurch ein neues Level hast, sondern auch du darfst neue Fähigkeiten dadurch freischalten. Das ist tatsächlich so ein bisschen dieses Miteinander gekoppelt. So, weil du einen besseren Zugang zu dir dadurch kriegst. Ne? Und das macht es erst recht wieder dieses, du bist gerade wieder Schüler und wirst später aber Meister sein. Ne? Das sind aus dem gleichen, sind die Hofkarten zu den gleichen Farben. So, und der Zeitpunkt wird noch kommen. Ne? Der ist noch nicht ganz da. Jetzt ist wirklich der Schwerpunkt hier. Das ist so. Aber diese Entwicklung, die steht fest. Die kommt. So. Was hier vorne noch drin ist, was wichtig für euch ist, gerade weil ihr gerade transformiert, weil hier so viel auch passiert ist, das ist so eine richtige, der Bär, wenn der aufwacht, das ist so eine richtige Power eigentlich. Das ist nicht das gleiche wie der Drache, nein, aber der Bär, der hat so eine ganz, ganz starke Urmedizin. Ne? Das ist wirklich viel, viel, viel Heilung auch mit drin.
auf einer ganz tiefen Ebene. Das kann man kaum beschreiben, wenn man das noch nicht kennengelernt hat. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil das hat richtig, ja, das ist wie Schwere, aber auch eine tiefe Stärke. Ne? Das ist nicht schwer im Sinne von runter, sondern ne, ein Bär ist halt relativ groß, ein Schmetterling ist winzig, so, um dieses Verhältnis zueinander zu setzen. Das heißt ja nicht, dass die Kraft dadurch weniger ist, aber das ist schon eine powervolle Energie. So, und ihr werdet es euch leichter machen. Ihr werdet viel, viel leichter durchs Leben gehen. Was hier vorne wichtig ist, das sind nämlich Hinweise. Und ihr kriegt Hinweise über Träume. Das kann sein, dass wenn ihr zum Beispiel dieses Halbbewusstsein habt, ne, wenn ihr anfangt wegzudämmern, ne, wenn das, ihr nicht richtig aktiv seid im Wachbewusstsein, sondern so einen ruhigeren Zustand bekommt. Ich meine, das sind die Alpha-Wellen-Zustände. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ansonsten korrigiere ich mich nachher im Laufe des Films. Das ist im Prinzip ein meditativer Zustand fast schon. So, und wenn wir wenn wir nämlich ins Schlafen oder in die Trance-Reise gehen, dann sind wir nämlich im Theta- und Delta-Wellenzustand. So. Und das hier bezieht sich mindestens auf diesen Alpha-Wellenzustand. Das ist ein ganz tiefer Ruhezustand, den du dafür brauchst. So, und den kannst du tatsächlich, viele erleben das in dem Moment, wo zum Beispiel das Licht abnimmt, ne, wo so diese Zwielichtsituationen sind, weil das dann der Verstand weniger oder besser gesagt deine Augen weniger Informationen verarbeiten und dadurch das dann leichter fällt, in deinem Bewusstsein in diesen anderen Zustand langsam rüber zu gleiten. So, und in dem Zusammenhang erleben das Menschen relativ häufig, dass dann Dinge passieren, die sich später logisch erklären, die aber in Wirklichkeit nichts anderes waren als Synchronitäten. So. Für dich, deine Guides, ne? Auch deine Anbindung zur Quelle oder Universum oder Spirit oder wie auch immer du das nennst, die geben dir über deine Träume und über diesen halbbewussten Zustand Infos. Also achte darauf, für ein Traumtagebuch, schreib da die Symbole auf, setz dich mit Traumdeutung auseinander. So. Na, und setz dich auch damit auseinander. Das ist nämlich noch so ein Ding, wie du das, ich habe einfach dieses Gefühl, wie du das als Kind beurteilt hättest, ne? Dieses Leichte vom Schmetterling mit reinnehmen. Weniger die Schwere, sondern wirklich so dieses verspielte, leichte Herangehensweise. Mach daraus keine Doktorarbeit, würde ich jetzt sagen. Nehmt das jetzt bitte nicht abwertend. Aber ich glaube, einige von euch mal suchen das dann zu ernst. Das braucht ihr nicht. Versucht das lockerer zu machen. Weil das dürfte ziemlich deutlich werden. Weil die Karte hier sagt ganz klar, ihr habt Symbole oder symbolhafte Informationen im Traumbewusstsein. Definitiv. So. Lass uns noch mal gucken, ob da letzte Ergänzung zu kommen oder was da letzte Ergänzung zu kommt. Universum, zeig uns bitte letzte Ergänzung zu dem ausliegenden Orakelblatt. Die wollten eben schon flippen, dann nehmen wir die mal. Da haben wir den Eremit und da haben wir die 7 der Stäbe. Oh, das passt. Das ist ja cool, weil der Eremit manchmal auch so ein bisschen dieses, der macht ja dieses, ich gehe alleine auf die Reise. Deine Hauptkarte hier. Du darfst loslegen. Ne? Du darfst deinen eigenen Weg gehen. Du darfst dich für dich entscheiden lernen. So, du darfst erstmal auch bei dir bleiben lernen, für, ne, sich wirklich um dich sorgen. Das Schöne ist, das seht ihr bei beiden Karten. Ich versuche euch das mal scharf zu stellen. Genau. So. Hier habt ihr das Leuchten vom Solarplexus und hier scheint es quasi aus der Ebene raus. Ne? Das ist so dieses Symbol für Leuchten. Und wisst ihr, wo der Drache in diesem Deck eigentlich sitzt? Im Solarplexus. Also das ist wirklich, bleibt bei euch, entscheidet euch für euch und benutzt euren Willen dafür. Ne? Und erkundet erstmal in dieses Eremitenhafte, damit ist nämlich gemeint, euch von dem sozialen Milieu, in dem ihr seid, ein Stück weit zurückzuziehen, damit ist nicht gemeint, dass ihr keinen Kontakt mehr zu Menschen habt, sondern einfach, dass dieser Zugriff, diese Beeinflussung von Menschen reduziert wird. Und die meisten, denen fällt es leichter, wenn sie sagen, ich habe jetzt erstmal eine Zeit für mich alleine und sei es eine regelmäßige Me-Time.
So, das haben wir hier aber wieder versteckt. Also es ist schon wichtig für einen Großteil von euch, wirklich erstmal bei sich richtig anzukommen, euch da zu spüren, wo ihr seid und gar nicht so sehr in die Ablenkung von anderen Menschen zu gehen, weil, ne, wie ihr hier schon mit den Stäben seht, da kommen auch Argumentationen und Diskussionen. Bleib erstmal bei dir. Ne, die sind jetzt alle mal nicht wichtig. Wichtig ist jetzt wirklich, dass du dieses Aufwachen genießt und dass du diesen Transformationsprozess genießt und wirklich die Verbindung zu dir stärkst und da auch wirklich reinguckst, weil dieses sich selbst mit sich alleine sein, das auch auszuhalten, sich dafür auch ganz bewusst mal zu entscheiden, bewusst mal mit sich in Kontakt gehen, das legt auch das Bewusstsein dafür frei, was kann ich denn alles, was kann ich alleine, unabhängig von anderen Menschen, und hören plötzlich solche Glaubenssätze auch auf zu existieren, wie von wegen, ich kann nur, wenn andere mir zum Beispiel geben. Ich kann selber beitragen. Ich bin gar nicht so sehr auf die Großzügigkeit von anderen angewiesen, sondern ich kann durch mich selbst heraus wachsen. Kann das nämlich auch für den einen oder anderen hier heißen. Gut, meine Lieben, das war schon das Reading für euch. Wenn ich das geholfen habe, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Wir wollen in die Box rein. Aber die Glocke, dass wir uns wieder sehen können, dann sage ich an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo Deck Nummer 2, du hast dich für diesen Heliotrop entschieden. Leider sieht man das ganz schlecht bei dem Licht hier. Der ist in Wirklichkeit ein ganz, ganz tiefes Dunkelgrün. So. Heliotrope werden seit Alters her, seit dem Altertum, insbesondere aber bei den Römern, als Schutzsteine benutzt. Das sind Steine, die die Vitalität und die körperliche Ausdauer stärken sollen, und das sind Steine, die zum Beispiel in der römischen Kultur definitiv benutzt worden sind, als Schutzsteine für Schwangere, ne? Um das, die Mutter und das ungeborene Kind vor negativen Einflüssen zu schützen und beide einen gesunden Werdegang zu gewähren. So, also wir haben mit dem Stein definitiv das Thema etwas ins Leben bringen oder körperliche Vitalität mit dabei. Du hast die mittlere Welt. Was auch immer du da jetzt vorhast, ne? Du hast irgendwas im Kopf. Die mittlere Welt ist eigentlich ein Symbol dafür, dass das, was dir da so vorschwebt, ist genau dein Weg. Ne? Du sollst loslegen. Ne? Das sagt diese Karte nämlich ganz eindeutig. Das ist eigentlich ein sehr, man würde jetzt sagen, philosophisch ein sehr, sehr gutes Omen, das du hier mit der mittleren Welt hast. So, das heißt nämlich, dass das, was du da dir da vorschwebt im Geist, dass das auch wirklich erfolgreich ist und du Rückenwind kriegen wirst. So, du hast die Schlange. Du darfst sämtliche hinderliche Dinge, die alt waren, abstreifen. Brauchst du nicht mehr. Bleib bei dem hier. Ne? Lass das Alte hinter dir. So, weil dieses Abstreifen der alten Haut gibt dir neue Kraft für diesen Weg. So. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzung zu den Hauptkarten. Das ist der Wahl, dass du deine Weisheit drin. Wow, auch du hast die Transformation hier liegen mit dem Schmetterling und der Skorpion. Du hast ganz viel Auflösungsarbeit hier gemacht. Wow. So, und die kommen jetzt zu zweit, die Fledermaus und die Biene zusammen. Also auch das nochmal, du warst... Wenn wir die jetzt hier so zusammen wirklich als Block sehen, weil die waren ja zusammen, ne? Also du wirst mega, mega fleißig mit deinem Auflösungsprozess. Ne? Das steht hier so ganz klar drin. So, und du hast eine enorme Weisheit daraus entwickelt. Du hast ganz, ganz viel Lebensweisheit daraus entwickelt. Die einzige Kunst, die jetzt auf dich zukommt, ist, die Vergangenheit auch in der Vergangenheit zu lassen. Ne? Das ist jetzt dieses finale, letzte Loslassen. Das kann auch ein bisschen Filitsch sein. Weil loslassen, gerade wenn Emotionen im Spiel sind oder Gedankenkarusselle im Spiel waren, das ist manchmal nicht ganz easy, weil dann oftmals so, dass sich das noch mit anderen Dingen oder anderen Mechanismen besser gesagt kombinieren, und dann ist es nicht so einfach zu durchschauen, ob man das wirklich losgelassen hat oder ob man es nicht versteckt, dann doch in einer anderen Form dann doch noch praktiziert. Aber was dir hier gezeigt wird, ist, du darfst das endgültig loslassen. Das, was sich hier da auftut mit der mittleren Welt, das wird ein starker Impuls sein. Wie gesagt, da du den Heliotrop hast, das stärkt dann wieder den Körper, deine Körperebene, oder das ist wirklich etwas, was wie so ein Geburtsvorgang ist. Etwas, was
neu ist, was du neu hervorbringst. So, und das ist wirklich auch hier die alte Haut abstreifen, ist ja auch im Grunde genommen wie eine Art Wiedergeburt, könnte man sagen. Das ist nicht genau ganz das Gleiche, aber es geht schon ganz stark in diese Richtung. So, und das darf ad acta gelegt werden. Du warst mega, mega, mega fleißig. So, Universum, zeig uns bitte letzte Ergänzung zu deinem ausliegenden Orakelblatt. Du hast ja die Tulpe. Du hast die Mistel. Und den Fingerhut. So, ich habe aber noch das Gefühl, dass die beiden nehmen wir mal. So. Ah, die Verbena und die Belladonna. Okay. Also, Tollkirsche und Eisenkraut, entschuldigt. Also, was noch ein bisschen tricky ist für dich, du hast verstanden, dass du einzigartig bist. Du hast auch deine eigene Kostbarkeit schon erkannt. Ne? Das zeigt hier oben. So, das hat auch ein Stück weit diese Weisheit. Du verstehst auch, dass du herausstechen darfst. Ne? Selbst wenn du vorher damit Probleme hattest und dich sehr klein gemacht hast, du darfst das. So, das ist hier angekommen. Und ich glaube auch, du hast verstanden, dass du Nein sagen musst bei einigen Dingen. Insbesondere, wenn es um Leuten geht und wenn es um Konfliktsituationen geht. Ne? Leute, die dir eigentlich nicht gut tun. Menschen, die eine andere, sagen wir mal, andere energetische Schwingung haben oder eine andere Weltansicht. Die darfst du rigoros aus deinem Leben schneiden. So, und du darfst auch diesen Kräften vertrauen. Hier ist das durch den Hahn symbolisiert. Dass, wenn sich da jetzt plötzlich Menschen aus deinem Leben verabschieden, oder stellvertretend können das auch Situationen sein. Wenn die jetzt so, die es dir vorkommt, wie da machen sich Türen gerade zu. Das ist in Wirklichkeit gut. Das ist etwas, was sich dabei unterstützt. Diese alte Energie, das, was du eigentlich nicht mehr haben möchtest, was du verstanden hast, was eigentlich ad acta gehört, das ist diese alte Haut. Das wird abgestriffen. Wo du ein bisschen gucken solltest, gerade weil du hier noch den Fingerhut liegen hast. Fingerhut heißt immer, mach die Dinge zu deinen eigenen Bedingungen. Nimm dir das Recht heraus, sei es dir selbst wert. So, weil es geht ja auch darum, das hier auszudrücken und in die Welt zu bringen. Das kannst du nicht, wenn du dich ständig an andere orientierst und oder besser gesagt ausschließlich an denen orientierst. Ne? Das heißt ja nicht, dass man jetzt sozusagen mit Menschen nicht mehr zusammenarbeiten sollte oder dass man nicht mehr sich in einer Gruppe auch zu einem Kompromiss bewegen lassen können sollte, sondern Kompromiss bedeutet, es ist für alle Beteiligten gut, nicht nur für alle anderen außer dir. Ja, ganz wichtig, sei es dir da selber wert, dass du da auch deinen Wert bestimmen darfst und nicht die anderen dürfen über deinen Wert bestimmen. Na, aber ich glaube, das hast du verstanden. So. Was schwieriger für dich ist, ist, wenn ein richtiger Konflikt auftaucht. Ja, das haben wir nämlich hier mit der Mistel drin. Wenn so richtig, richtig, richtig Konflikt auftaucht, dann bist du auch immer noch emotional tendenziell ergriffen. Ne? Das ist das, was so ein bisschen wie diese Fledermaus, lass das endlich hinter dir, dieser Aufruf ist. Aber das ist auch schwierig zu lernen. Insbesondere, wenn das so Menschen sind, die auf der einen Seite dich total umgarnen, wo du das Gefühl hast, du bist super wichtig für die. Ja, du bist auch super wichtig für die, weil die kriegen ja auch ganz viel von dir. So, und du gibst halt sehr viel von dir ab. Und du kriegst leider wenig. Du bist total begehrt, gerade von den Menschen, weil du so ein ganz sanftes Wesen bist. Aber leider bist du auch diejenige, die oder derjenige, der dann genutzt wird. So, und da entsteht halt natürlich auch Wut. Da steht auch Frustration und Zorn und Konflikt auch mitunter. Diese Karte will dir eigentlich nur zeigen, lass dich nicht dazu verleiten, in eine direkte Reaktion zu gehen. Du musst darauf gar nicht reagieren. Na? Du verlierst nämlich gar nichts und du verlierst auch nichts in diesem Konflikt, wenn du dir vorbehältst, erst einmal abzuwarten, wirklich das Ganze sacken zu lassen, ein paar Stunden ruhen zu lassen, etwas zu machen, was dir wirklich gut tut und dann nochmal zu gucken, was möchte ich jetzt eigentlich argumentativ rüberbringen? Was ist mir ernsthaft wichtig? Und auch genau das machen. Und gar nicht auf dieses, weil das hier spielt so auf so einen Mechanismus an, so ein bisschen dieses, was wir in Konflikten oft erleben, wenn Konflikte
nicht konstruktiv, sondern destruktiv ablaufen. Ne? Das sind destruktive Formen von Streit untereinander. Ne? Es gibt eine konstruktive Form, da hört man sich gegenseitig zu, da wird angebracht, berechtigte Kritik geäußert, da wird aber auch der andere ausreden gelassen. Da gibt es dann auch so Regelungen wie, es wird nicht geschrien, es wird keiner irgendwie einem Label gegeben, wer labelt, da, dann ist erstmal das, oder wenn man labelt, ne, was auch passieren kann, in Frust oder Wut, weil man dann überfordert ist, egal wen das dann gerade in der Situation trifft, ist eine halbe Stunde Pause. Punkt. So. Und dann mindestens eine halbe Stunde Pause. Wenn es richtig hochgefahren ist, würde ich sogar sagen, macht einen Tag Pause, gönnt euch alle was Gutes und dann wirklich mit Abstand nochmal Situationen begehen. Oder begegnen, besser gesagt, nicht begehen. Das ist wirklich wichtig für dich, weil dieses emotionale Hochkochen, ja, auch dazu führt, dass du regelrecht da drin gefangen bist und dann kannst du nicht gute Entscheidungen treffen. Ne, das ist sozusagen dein Krux, dein Rest, der noch schwierig ist und der aber von dir auch erlernt wird, loszulassen. So. Und wenn das bedeutet, dass du erstmal wirklich dabei zuguckst, wie dir sozusagen deine Geistführer Stück für Stück diese Menschen sozusagen aus deinem Leben rauskegeln, ist das auch okay. Ne? Bloß das ist wirklich eine Lernaufgabe, die wird weiterhin bleiben, weil das für dich eine Herausforderung ist. So. Wir gucken jetzt nochmal nach weiteren Ergänzungen. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzungen zu dem ausliegenden Orakelblatt. Eine Botschaft genau zu erfassen. So, du hast die Königin der Kelche und du hast die 6 der Schwerter. Guck mal, da sehen wir schon deinen Heilungsprozess. Ist das nicht schön? Boah. Du hast den mega intuitiv. Das könnte sogar auch sein, dass das deswegen auch so schwierig ist für dich zu handeln, weil du emotional ganz viel aufnehmen kannst. Ne? Wenn da so ein bisschen die Tendenz bei dir zum Empathen ist, und dazu spricht da so ein bisschen die Biene. Die Biene kann sich nämlich in ihren Aufgaben verlieren, weil sie genau weiß, im Sinne des Kollektivbewusstseins vielleicht sogar, wie die perfekte Situation wäre. Ne? Die hat ein gutes Gefühl dafür. Die kann sich aber darin total verlieren, weil sie sozusagen sich bereitstellt in dem Moment, um das Ganze zu verwirklichen. Dabei opfert sie teilweise auch eigene Ressourcen. So, also das ist schon die Tendenz zu jemandem, der vielleicht auf den emotionalen Feld ganz stark offen ist. Und gerade wenn so eine Konfliktsituation ist, da sind ja Emotionen im Spiel. Ja, das ist dann schwieriger für jemanden, der empathisch ist, sich da abzugrenzen. Deswegen ist gerade dieses machzeitlichen, räumlichen Abstand dazu durchaus eine ganz wichtige Geschichte für dich. So, du hast die 4 der Kelche. Behalt deinen eigenen Selbstwert immer im Auge. Guck nicht nach dem, was alle anderen sagen oder was dir alle anderen vorspiegeln. Da gibt es so ein klassisches Beispiel, dass man sich immer wieder mit seinen eigenen Fähigkeiten mit allen anderen vergleicht. Du bist ja gar nicht alle anderen, du bist du. So, und ich versuche das mal so auszudrücken. Derjenige, der das Töpfern erfunden hat, hat das Töpfern erfunden. Der war der Erste und der hat sich sicherlich nicht hingesetzt und gesagt, wir machen das alle anderen, weil da gab es ja noch gar nicht alle anderen, sondern der war halt der Erste. So, und du hast was Einzigartiges an dir. Leb das. Na, du siehst auch hier diesen, wie gesagt, da ist dieser Impuls drin. Da hast du längst das Gefühl, ich will dieses Neue, ich will das hervorbringen. Folg dem. So, die fliegt halb raus, spannend. Und der Wagen, ne? Also das ist so, du arbeitest daran, dass diese Eigendynamik weggeht. Schön. Also wie gesagt, wenn dir das hilft, guck nach Mechanismen, wie du das zeitlich, örtlich begrenzen kannst, solche Konfliktsituationen. Und schau wirklich genau rein, auch wenn das schwierig ist, wenn man emotional ergriffen ist, ob der Gesprächspartner, mit dem du da zusammen bist, ob da wirklich Interesse an dir und deinen Kostbarkeiten hat oder ob der Interesse an das hat, was du für ihn symbolisierst oder für sie symbolisierst. Das ist wichtig. So, du hast die 9 der Kelche dazu. Du hast die Hohepriesterin, so ganz, ganz hohe Anbindung an die Quelle, ans höchste Göttliche. Du hast den, hast 2 Ritter hier. Das ist schön.
Ich nehme dann aber noch die letzte dazu. Und die Achterschwerter. Also du hast das Gefühl, du stehst noch auf der Stelle. Das tust du aber eigentlich nicht. So, das ist nur dein Gefühl, weil du dich vielleicht zu sehr mit der äußeren Welt vergleichst. Bleib mal bitte bei dir, bei deinem Fokus. Und konzentrier dich auf das hier. Und was hier noch so schön ist, weshalb ich eben lachen musste, du hast den Ritter der Schwerter, der ist mega konsequent. Der hat eine ganz tolle Kommunikationsfähigkeit. Der ist geistig sehr flexibel. Und der setzt sich auch durch. Und du hast gleichzeitig den Ritter der Kelche. Das ist so ein, geh liebevoll mit dir um. Ne? Weil dieser Vergleich, das ist nämlich so ein süßer Hinweis, das kann sein, dass da ganz viel Logik aktiv ist. Und du sozusagen mit deinem Verstand versuchst, dich mit der äußeren Welt zu vergleichen, ne? In Erfahrung damit zu gehen, einen Abgleich zu gehen, weil du sagst, okay, ich versuche einen Zugriff dazu zu kriegen, weil mir das nämlich hier sehr schwer fällt. Ne? Und weil ich möchte ja meine Träume verwirklichen. Das bringt dich aber gar nicht dahin, weil, wie gesagt, die äußere Welt hat ja nicht unbedingt dieses Geschenk in deinem direkten Umfeld. Ich würde eher sagen, die meisten Menschen erkennen das hier gar nicht in deinem Umfeld. Dafür spricht nämlich diese Karte hier. So, und gerade weil hier die Spirit Guides aktiv sind und sagen, die cutten wir jetzt mal raus, so, spricht das dafür, dass du das in deinem äußeren Umfeld gar nicht so erkennen kannst, weil du da nicht die richtigen Spiegel hast. So. Also sei liebevoll mit dir. Ne? Erlaub dir, du zu sein. So, und guck weniger, vergleich mal weniger dich. So, dann wirst du nämlich merken, was du als Tolles eigentlich alles schon geleistet hast und was für eine mega Weisheit du hier entwickelt hast, was einen mega Heilungsprozess du eigentlich hast. Genieß das mal. Halt mal inne und sei dir dankbar und liebevoll mit dir, du, für dich. Ja? Das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber ich sag mal so, dieser liebevolle Umgang mit sich selber, die Achtsamkeit sich selber gegenüber, das ist das, wo du auch dich selber respektierst, deine eigenen Werte respektierst. Und automatisch dann auch, wenn du dann in den Dialog oder in den Kontakt mit anderen Menschen trittst, diese Werte auch weiterhin vertrittst, weil das ist dein Status quo. So, und wenn du dann merkst, diese Menschen spiegeln dir, nee, dann sind das vielleicht auch einfach nicht die richtigen Menschen. Dann darf man sich davon trennen. Dann darf man weitergehen. Auch wenn man vielleicht gar nicht so genau weiß, wo geht es denn eigentlich hin? Nee, die Reise ist das Ziel in dem Fall. So. Und das andere Ding ist, dieses liebevoll mit sich selber umgehen, das öffnet auch diesen Kanal ein Stück weit weiter. Ne? Das ist dieses, da bist du nämlich respektvoll mit deiner eigenen empathischen, intuitiven Fähigkeit. Ne? Und wenn wir respektvoll mit uns selber umgehen, achtsam, respektvoll, dann werden wir auch, wenn sich die Situation geklärt hat, ne? Ich erinnere an dieses, Dinge werden aus deinem Leben rausgeschnitten, die dir echt nicht mehr gut tun, dann ist auch Raum für Menschen und für Situationen, die dir gut tun. Aber die müssen erstmal, ne, das muss durch den Reinigungsprozess gehen. Und ich glaube, das hast du aber gut verstanden, weil du hier auch schon den, wie heißt er noch? Der Skorpion liegen hast und die Fledermaus. Also es spricht dafür, du bist da am Ende dieses Ausreinigens. So. Und versuch das mal so zu sehen, gerade hier mit den Achterschwertern, das ist eine Form von Selbstillusion. So. Das ist dem gewachsen, weil du sagst, boah, es muss doch jetzt weitergehen, es muss doch jetzt, nee, versuch mal weniger Produktivität. Versuch mal wirklich innezuhalten und dich dafür zu wertschätzen und zu zelebrieren, was du hier eigentlich geleistet hast. Und dann wirst du ganz schnell merken, brauche ich gar nicht. Ist Quatsch. Und das Schöne ist, wenn du dieses Innehalten machst und nicht so direkt voranpreschen möchtest, ne, sondern einfach mal ganz bewusst du bei dir bist, dann wird es auch leichter, das hier klar wahrzunehmen. Ne, weil du nicht im Aktionismus bist, sondern im ich nehme erstmal auf, nehme wahr. Und meine Lieben, die Hohepriesterin, die Königin der Kelche, das sind beides Karten, wo es wirklich darum geht, mit der Quelle verbunden zu sein. Das ist etwas, ich nehme auf. Das ist nicht ein, ich produziere nach außen, sondern ich nehme erstmal wahr. Auch wenn meine Energie mir sagt, ich will vorankommen. Das werdet ihr noch. Ihr werdet da noch was kreieren. Euer Wunsch wird noch in die Wirklichkeit kommen. Aber lasst euch die Zeit auch dafür, die es braucht. So, meine Lieben, das war schon die Lesung für euch. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wir wollen in die Box rein. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss.
bis zum nächsten Mal. Hallo Deck Nummer 3. Du hast dich für diesen Regenbogenfloret entschieden. Ich mache den euch einmal kurz scharf. So, und wie ihr seht, der hat hier ganz oben so ganz leicht grünliche Anteile. Hier haben wir ein sehr breites Spektrum lila und oben schon wieder ein bisschen weiß. Also sehr lila betont oder violett, wie man so schön sagen würde. Floride werden als Struktursteine und als Lernsteine eingesetzt. So. Je nachdem, welche Farbgebung, ist dann das ein oder andere Thema stärker. Ne? Hier geht es, wenn ihr euch anguckt, ihr habt diesen grünen, ihr habt diesen lila Anteil, ihr habt das weiße, da geht es eigentlich um den Herzraum. Hier geht es mit dem starken lila Anteil um das dritte Auge bis hin zum Kronenchakra. Also hier werden Energien strukturiert geklärt. Ne? Das ist eine aufsteigende Energie im Grunde genommen. Du hast den Fluch hier liegen und du hast dazu die Trommel gekriegt. Spannend, vor allem weil die beiden Karten auch numerisch aufeinander folgen. Ganz kurz, der Fluch hier, das ist nichts, wie soll ich sagen, zu ja, mystifiziert. Es ist ein blödes Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Der Fluch im schamanischen Sinne ist ein Verhalten. Das ist etwas, was von deinen Vorfahren untereinander sich entwickelt hat durch Verkettung von blöden Umständen. Das sind Lebensrealitäten oder Lebensgeschichten, die aufgrund von Glaubenssätzen entstanden sind und die sozusagen eine verdrehte Form darstellen. Etwas, was sozusagen verzerrt wurde. Ne? Eine Wahrheit, die verzerrt wurde, kann das zum Beispiel sein. So, und dadurch etabliert sich im eigenen Leben Blockaden, Hindernisse. Das kann sogar teilweise, wenn man das die schamanische Weltsicht folgt, auch zu Krankheiten führen. Ne? So, weil im schamanischen Kontext, ne, wenn wir uns das überlegen, wie da auch das Weltbild ist und wie die, der Blick auf das Energiesystem, das Gesamtsystem Mensch, ne, und alle Energieschichten oder besser gesagt Energiekörper ist, dann geht man davon aus, dass sozusagen das Feinstofflichste, ne, von außen in die stoffliche Ebene eindringt. So. Und alles, was auf der stofflichen Ebene ankommt, sprich auch Krankheiten, die vorher nicht da waren, also etwas, was nicht direkt von Geburt an vorgegeben war. Das ist an dem Punkt wichtig. Ne, das, da gibt es eine ähnliche Haltung nochmal, aber das mit biologisch vorgegeben, das ist nochmal eine andere Komponente, das ist noch ein ganz anderer Zweig, aber das bezieht sich hier hauptsächlich, diese Idee und diese Haltung vom Fluch bezieht sich hauptsächlich auf Dinge, die vielleicht in der Familie auftreten und im Laufe der Adoleszenz oder des weiteren Lebensweges erst in Kraft treten. Also etwas, was sich manifestiert über einen längeren Weg. Daher kommt das. So. Und dementsprechend geht man im schamanischen Weltbild auch davon aus, dass man solche Flüche, die für Krankheiten sorgen können, in dem Kontext, ne? Wie gesagt, das ist ein Weltbild, das ist keine medizinische Diagnose, nur dass wir es einmal ganz klargestellt haben, Manifestationen können rausgezogen werden. So, daher kommt diese schamanische Heilarbeit auch, wo man sagt, man zieht die dunkle Energie ab aus der Aura und so weiter. Die Trommel hingegen ist ein schamanisches Werkzeug. Da geht es um Rhythmen. Da geht es auch darum, in Trance zu gehen. Und es geht um die Reisen in die obere und in die untere Welt, also in das Unbewusste oder in das Überbewusste. Je nachdem, in welchem Kontext du das werten möchtest. Da gibt es mehr als eine Herangehensweise. Alle von diesen Herangehensweisen sind gültig. Wichtig ist nur, dass sie in sich konsistent genutzt werden müssen, weil sonst bist du hinterher verwirrt. Weil dafür sind sie zu unterschiedlich. So. Also ich würde dann in einem System bleiben. Du kannst das durchaus von Sitzung zu Sitzung switchen, aber du solltest erstmal für den Tag dann an einem Bereich arbeiten, weil sonst ist das Chaos am Ende des Abends. Nur ein kurzer Ausflug von mir selber. So. Das bedeutet, das kann sein, werden wir hier gleich noch sehen, aber das sieht schon danach aus, ne, weil wir hier Strukturen haben. Das kann sein, dass einige von euch, die schamanische Erfahrung haben, die das Trance-Reisen auch kennen, die da in guter Begleitung auch vielleicht sogar schon sind oder das selber wirklich führend drin sind, dass das nochmal ein Thema ist, wo ihr nochmal in die untere Welt
gehen solltet. Das ist aber sehr speziell. Na? So. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzungen zu den beiden ausliegenden Hauptkarten. Ja, das ist ein Ahnenthema. Wir haben den Weißdorn hier. Oh, und du darfst dich unterscheiden von deinen Ahnen. Das ist ja schön. Das ist echt hübsch. Na, du hast die Tulpe hier liegen. Du darfst deine Andersartigkeit annehmen als Geschenk. Du darfst auch wissen, dass du das selbst bewältigen kannst. Ne? Und dass du auch Erfolg damit haben wirst. Du hast alle Kompetenzen da. Du musst es lediglich tun. Universum, zeig uns bitte letzte Ergänzung zu deinem Orakelblatt. Oh, und das ist eine Gabe, die du hast. Das ist ein Riesengeschenk. Und das kosmische Ei auch. Das ist ja mega schön. Das Zebra. Eine letzte. Danke. Und die Seeschlange. Okay. So, wir nehmen es direkt das Tarot mit dazu und dann sage ich erst noch was zu dem hier. Universum, zeig uns bitte exakte Ergänzung, um dein Orakelblatt genau zu erfassen. Also, wir haben die Stärke hier liegen. Wir haben die 10 der Kelche, die kommen gerade eben noch aufs Bild drauf. Wunderbar. Wir haben den Ritter der Kelchen, die 8 der Kelche, das ist ein Heilungsprozess, den wir hier sehen. Und den Pagen der Münzen. Ganz viele Möglichkeiten, weiterzugehen in deinem Leben. Schön. So. Was wir hier sehen, ne? Kosmisches Ei bedeutet eigentlich als Grundbedeutung eine Art Alleinheitsbewusstsein. Das bedeutet auch, dass du einen Kontext zu den höheren göttlichen Energien, nee, das kann man falsch verstehen. Ich würde eher sagen zu Spirit oder zu dem, was man Quelle nennt. Ich finde, göttliche Energien ist immer so ein bisschen irreführend, weil die doch sehr geschlechtsidentitär sind, so, und das ganz viel Verwirrung auch erzeugen kann. Wir sprechen hier aber von der Energie, die wirklich durch alles durchfließt und dadurch auch ein kollektives Bewusstsein erzeugen kann. So. Es geht um dieses Andocken an diese höchste Energieform. Das heißt aber auch, dass viele verschiedene kleine Teile eins werden. So, und jetzt gucken wir uns mal an, um was es hier geht. Hier geht es um Anteile, hier geht es um erlernte Dinge. Hier geht es auch um die Reise in die Unterwelt nochmal, weil da etwas auch von deinen Ahnen weitergegeben worden ist. Das ist entweder ein Verhalten oder das sind andere Nettigkeiten. Du bist aber befähigt, das zu tun. Also du hast auch ein Talent in diese Richtung. Das ist dein Schatz, der hier liegt. Das Ding ist nur, für deine persönliche Reise, für deine weitere Reise, deinen weiteren Werdegang, auch hier sehen wir in gewisser Hinsicht eine Reise mit dem Fisch und dem Ritter der Kelche, der weiter wandern will, der die Welt durchstreift, mit seiner Liebesbotschaft, jetzt sehr plakativ erzählt. Dafür geht es darum, diese Wunde nochmal aufzudecken. Ne? Das ist nämlich eine Seeschlange und die schützt eine Verletzung, die wird abgeschottet. So, und das ist eine Verletzung, ne? Ihr seht auch beide hier, das ist ätherisch und es ist bei beiden eine Schlange. Das ist eigentlich angestaute Energie, die sozusagen eine Blockade ist. Bei den allermeisten von euch wird das im Sakralchakra sitzen oder damit verbunden sein. Ne? Weil hier geht es um Emotionen, die gedeckelt worden sind, weil da eine starke Verletzung war. Das kann gut sein, das dient gar nicht zu euch gehört. Weil wir haben das Ahnenthema hier. Das kann aber sein, dass ihr die wahrnehmt. Na? Das ist wichtig an dem Punkt. So, das muss gar nicht unbedingt sein, dass das euer Thema ist, sondern dass ihr das auflöst, weil ihr hier in die untere Ebene wandert und mal guckt, was ist denn da passiert. So. So oder so, egal ob du derjenige bist oder diejenige bist, die so verletzt worden ist, ne, das ist nämlich frühes Kindesalter, oder ob das Vorfahren von dir waren,
das beeinflusst deine Reise, dein Weitergehen. So, weil es auch das beeinflusst dieses, dass du endgültig loslassen kannst. Ne? Dass du das, ne, der Ritter der Kelche, der will loslegen, der wandert aus dem Bild raus. Und wenn du dir anguckst hier, das Boot fährt auch aus dem Bild raus. Hier geht es darum, den Fluch hinter dir zu lassen. Na, also das, was dich als Blockade behindert, das will raus aus deinem Leben. Spannenderweise hat das hier mit den Möglichkeiten deines Lebens zu tun. Und wenn du jetzt mal anguckst, ne, in diesem Kontext hier, das ist ja auf die Zitrusfrucht gefallen, wo es um du hast genug Kompetenzen geht. Sie ist hier fest mit der Erde verwurzelt. So, das einerseits ist es ein schönes Symbol für, du wirst genährt von der Erde. Auf der anderen Seite in diesem Kontext, das ist etwas, was dich zurückhält, was hier zu sehen ist. So, und das wirkt, das Tibra ist eigentlich eine Energie, die ist lebenslustig, die ist an Kultur, an Gesellschaft interessiert, die mag auch Kunst sehr. Ne? Das ist jemand, der sehr feine künstlerische Sinne durchaus hat. Wenn du dir hier anguckst, wo das Dreieck sitzt, ne, das für das Element Feuer steht, dann ist das nämlich auch auf dem dritten Auge liegen, also der da auch Spiritualität drin erkennt, ne, der diese feinen Zwischentöne wahrnehmen kann. Dieses Voranschreiten ist daran gebunden, dass das hier verschwindet. Und das ist wie du wirst eins. Ne, oder das, was da zerbrochen war, wird eins. So, und du legst dadurch ganz, ganz, ganz viel innere Stärke frei. Und wenn du es dir anguckst, da hast du die liegende Acht, du bist im Energiefluss dann. So, und dann findest du tatsächlich dein Lebensglück. So, weil du das da loslassen kannst und dann tatsächlich deine Fülle, ne, dieses volle Potenzial, weil das ist auch kein Ass, das ist nicht irgendeine Idee, sondern du hast mannigfaltige Möglichkeiten, deinen Weg weiterzugehen. Und die kannst du dann voll auskosten. Aber das andere gehört hinter dir. Und das wird was Strukturelles sein. Und wenn wir uns das angucken, welche Farben das sind. Ne? Auch hier, das ist viel grün. Und du hast das dritte Auge mit dabei. Es kann schon wirklich sein, auch weil du hier lila, viele lila Töne hast und viele Grüntöne. Das geht um Herzthemen, das geht aber auch um spirituelle Entfaltung. So. Das nur als letzten Hinweis. Wir gucken noch nach letzten Ergänzungen, aber ich glaube, das ist schon sehr konstant. Universum, zeig uns bitte allerletzte Hinweise der Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Und da hopsen sie. So, der König der Stäbe, der in seiner eigenen Macht und Kraft steht, und die zwei der Stäbe. Ja. Also du willst wirklich diesen neuen Weg gehen. Das Ding ist halt, dieses Voranschreiten des neuen Weges hält dich noch zurück. Das Ding hier, das ist das, was so ein bisschen behindert. Deswegen taucht das jetzt auf und will aus deinem Leben rausgezogen werden. Das ist nochmal die letzte Bestätigung. So, wir gucken uns noch die hier an, die hopsen rein. Ja, du hast den Magier, du hast die Mäßigkeit und die drei der Schwerter. Diese Verletzung darf aufgelöst werden. Das ist dein letzter Heilungsschritt. So, dein letztes Loslassen, bevor es darum geht, sozusagen in innerer Balance deine eigene Welt zu kreieren. Ne? Mit deinen Schätzen, die du hier hast. So, meine Lieben. Wunderschönes Reading zum Abschluss. Dankeschön, dass ich das lesen durfte für euch. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Gerne unten rein in das kleine Kästchen unten. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.